ich, bevor ich überhaupt was sagen konnte, ein Paket Kaffee in der Hand hatte. Aber du, Herr van Praag, vielen Dank, dass ich hier reden darf. Ich bin gut gelaunt, obwohl ich hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge stehe. Mit einem lachenden Auge, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass hier diese Tagung einen derartigen Zuspruch gefunden hat. Mit einem weinenden Auge, weil ich Sie eben gerne im Institut begrüßt hätte und wir schon alles eingerichtet hatten, um dort eben die Veranstaltung abzulaufen zu lassen, mit allem, was dazugehört, auch im Service. Allerdings wäre unser Personal da nicht so schön gekleidet gewesen wie ihr. Aber der große Zuspruch hat eben, wie ich auch schon gesagt habe, also Herr von Praag schon gesagt hat, hat eben dazu geführt, dass es hierher verlegt wurde. Und es ist ja schön, dass es eben auch noch so gut geklappt hat. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass die Zucht einen derartig großen Zuspruch findet. Wir haben derzeit einen enormen Aufwind in der Imkerei. Den verdanken wir ja auch den Problemen, die Imkerei und Bienenvölker haben, dass die Medien so intensiv seit vielen Jahren über Bienen und Bienenvölker Verluste berichten. Aber die positive Seite ist eben, dass wir diesen ungebrochenen Zustrom an Jungimkern haben, an Neuimkern haben. Seit über 10 Jahren sehen wir das intensiv bei den Berufsimkern, indem wir überhaupt gar keine Probleme haben, unsere Ausbildungsstellen zu besetzen. Und viele Berufsimker dazu übergegangen sind, private, nicht nur die Institute, auch Auszubildende einzustellen und teilweise sie hinterher auch als Gesellen weiter zu beschäftigen. Eine wunderschöne Entwicklung, die wir dort haben. Und seit schätzungsweise gut 5 Jahren haben wir einen enormen Zuspruch bei den Freizeitimkern genauso. Ungebrochen. Mit ein bisschen Bedenken schaue ich allerdings auf die Entwicklung hin mit ihnen Kisten und stete Summen. Weil ich da einfach befürchte, da fangen Personen mit der Imkerei an und denken, das ist so einfach zu händeln wie irgendein anderes Haustier. Und wenn sie da nicht mehr zurechtkommt, dann bleibt die Kiste irgendwo stehen und stellt dann wieder einen Infektionsdruck für andere dar. Ich will es denen nicht vermiesen, um Gottes Willen, aber ich hoffe, dass sie irgendwie den Weg zu Vereinen etc. finden, dass sie auch lernen, wie man mit Bienenvölkern wirklich sachgerecht umgeht. Zahlreiche Probleme gibt es. Eines der größten Probleme ist die Varroamilbe. Und da haben Sie auch am heutigen Tag Gelegenheit, darüber zu diskutieren und einen Vortrag zu hören, wie eben auch Zucht und Varroamilbe mit irgendeiner Form vielleicht in Einklang zu bringen sind. Wir haben diverse Probleme, die angegangen werden müssen, die wir auf den unterschiedlichsten Ebenen angehen. Und eine Ebene ist eben definitiv auch die Zucht. Und von daher ist es sehr erfreulich, dass eine solche Züchtertagung, wie sie heute hier stattfindet, einen derartigen großen Zuspruch hat. Die Probleme sind groß genug, sodass man über die Grenzen hinausschauen sollte. Und die Grenzen sind ja in diesem Fall nicht nur unterschiedliche Zuchtlinien oder unterschiedliche Zuchtmethoden, sondern wir sehen es ja auch an dem heutigen Tag, auch nationale Grenzen werden dabei überschritten. Ich wünsche Ihnen eine sehr interessante Tagung. Nehmen Sie viel von dieser Tagung mit und ich hoffe, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder reichlichen Deckungswachs haben. Dankeschön.